als ich eben diplomierte Krankenschwester war, mit 19 habe ich auf der Herzchirurgie begonnen in Graz und habe ihn in den ersten Tagen angerufen beim Landesstudio Steiermark und habe dann gefragt, wurde dort eben verbunden zum Büro des Landesintendanten, das war damals der Günther Ziesel. Wusste nicht, dass ich mit der Sekretärin verbunden war und habe gesagt, ja, mein Name ist Claudia Reiter, ich möchte gerne Journalistin werden und hätte gerne einen Termin mit Dr. Ziesel. Naja, was heißt, Sie wollen Journalistin werden? Was haben Sie studiert? Sag ich, na, studiert habe ich nichts, ich bin diplomierte Krankenschwester, aber ich wollte halt wissen, was für eine Ausbildung. Na, Ausbildung gibt es keine, Sie müssen ein Studium haben. Sag ich, welches Studium? Das ist egal, Hauptsache Sie haben einen Titel. Okay, dann ist es doch nicht so einfach, Journalistin zu werden. Neugierig bin ich aber immer geblieben. Das war für mich klar, dass die Abendschule in dieser Form, also 4, 5 Jahre jetzt zusätzlich zu meinem schweren Dienst damals nicht möglich war und habe dann zufälligerweise erfahren von dieser Studienberechtigung. Die habe ich dann gemacht in 2 Jahren, habe dann eben angefangen zu studieren und bin dann aber gleichzeitig in den medienkundlichen Lehrgang gegangen, den habe ich auch fertig gemacht, 4 Semester an der rechtswissenschaftlichen Fakultät eben angegliedert und in dieser Zeit bin ich einfach schon reingerutscht. Also es hat einfach ein paar hat es halt gegeben, die haben halt geglaubt, ein Talent zu erkennen und dann war ich eigentlich schon drinnen. War dann das große Unglück von Lassing genau in diesem einem Jahr, wo ich im Landesstudio Steiermark war. Und das war halt, es war leider war so, die Katastrophe war mein Sprungbrett, ich wurde zur ZIB1 wegengagiert. Und natürlich in dieser Zeit, ich hatte schon alles bis auf die Diplomarbeit eben fertig, also es hat so ausgeschaut, als würde ich das Schicksal vieler Journalisten und Journalistinnen teilen, dass sie nicht fertig werden, aber das hat immer schwer gelastet auf meinen Schultern. Und wie ich dann zu ZIB gekommen bin, habe ich dann wirklich einmal ein paar Monate Bildungskarenz noch genommen, 3, und habe dann wirklich ratzfatz meine Diplomarbeit fertig gemacht. Meine Krankenschwesternausbildung hilft mir manchmal täglich. Ja? Einfach im, es ist eine, also erstens hat es mir mal extrem geholfen in der Organisation vom Studium. Ich war ja wahnsinnig schnell. Also ich war ja eher, also wenn ich die Diplomarbeit jetzt gleich gemacht hätte, sie haben dann schon gesagt, ich soll ansuchen. Also ich war in 7 Semester, also wäre ich fertig geworden, komplett. Nach 6 Semestern haben sie dann gesagt, okay, es wäre irgendwie Zeit zu überlegen, ansuchen und so weiter. Man ist organisierter, wenn man einen Beruf hat, also viel organisierter, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich glaube einfach 40% des Studiums ist reine Organisation. Und jetzt im Beruf natürlich, weil ich habe einfach so verschiedene, also du musst halt mit jedem reden können, ob jetzt die Landwirtin oder der Universitätsprofessor, wobei manche Landwirte ein besseres Benehmen hatten als so mancher gebildeter Mensch oder angeblich gebildeter Mensch, aber das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen und der Zugang zu den Menschen, den habe ich immer gehabt. Ich sage jetzt, heute habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass einfach Eltern oder Menschen aus bildungsfernen Schichten, die sehen einfach den Sinn nicht in Studien. Also wie ich dann gesagt habe, Pädagogik und Psychologie, sie haben halt nicht gefragt, was ist das eigentlich überhaupt und kann man damit Geld verdienen? Ich kann mich auch gut erinnern, ich bin mit einer Freundin zum Arbeitsamt gegangen und wir wollten halt wissen, wie viele Freistellen gibt es so für Pädagogen. Und die haben uns auch ausgelacht und gesagt, wir suchen keine. Also ich wusste dann schon damals, dass man das jetzt nicht so, dass das anders ist. Aber das war halt auch das Schöne. Also ich war halt so bildungshungrig und mir hat so viel Allgemeinbildung gefehlt. Und dieses viele Lesen und einfach zuhören und also das war einfach, also ich kann es halt einfach nur jedem empfehlen. Also ich habe mich total befreit gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, endlich, also ich bin zwar jetzt 24, aber jetzt mache ich endlich das, was ich will. Und dass es möglich ist, also eben mit dieser Studienberechtigung, die halt über die viel zu wenig Bescheid wissen noch immer, dass so ein zweiter Bildungsweg offen steht und wenn einem das gelingt, dass man ein bisschen was dazu beitragen kann, vielleicht auch andere Menschen dazu zu begeistern, ihre Träume zu verwirklichen oder zu sagen, na, es gibt eigentlich kein zu alt, also man kann auch noch viel später was machen,
dann würde es mich halt freuen, also wenn man da ein bisschen was dazu beitragen kann.